Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Papierverrückte. Ich bin's, die Christina, und ich dachte mir, jetzt wird's mal wieder Zeit für ein neues Moodboard. Alle Informationen und was das Moodboard überhaupt ist, das erkläre ich euch nach dem Intro. Bis gleich. Ja, ihr Lieben, Moodboards habe ich jetzt schon ein paar Mal so eine Aktion gemacht. Moodboards, das sind zusammengestellte Bilder, die eine Stimmung ausdrücken und nach denen man sich einfach so ein bisschen richten kann beim Basteln. Also die sollen uns inspirieren. Man muss sich nicht eins zu eins dran halten, sondern meistens hat es ein bestimmtes Thema. Ich gebe so ein bisschen Farben vor, die man nehmen kann, aber nicht muss. Und ihr seht Motive drauf, die ihr nehmen könnt, aber im Grunde genommen könnt ihr zu diesem Moodboard, also zu diesem Thema, zu dieser Farbgebung, zu den Motiven draus basteln, was ihr lust- und launig seid. Ja, und ich dachte, ich mache mal wieder eins zum Thema Herbst jetzt. Bei mir ist zumindest jetzt der Herbst schon so richtig irgendwie so angekommen, also es regnet sehr oft. Hin und wieder haben wir aber schöne Sonnenphasen und dann ist es so ein schönes, warmes Licht. Es wird früher dunkel, es wird irgendwie so ein bisschen heimelig. Man ist gerne drinnen mit einer Tasse Tee. Und ich dachte mir, ach Leute, komm, ich mache mal wieder was zum Thema Herbst. Bietet sich ja jetzt an. Und ich blende euch das Moodboard jetzt einmal ein. Ihr seht hier jetzt, ich dachte mir, na gut, Herbstwetter ist ja auch häufig auch graues Regenwetter, aber ich dachte, ich lasse mal die Farben noch ein bisschen leuchten. Also wir haben hier ein schönes Orange dabei, wir haben aber auch ein schönes Weiß mit dabei, Braun. Ja, ihr dürft einfach Motive nehmen, die ihr habt. Also es müssen jetzt auch nicht zwangsläufig Eicheln sein oder so, die ihr jetzt da verbastelt oder Pilze. Es können auch Kastanien sein, alles, was man eben so im Herbst findet. Hier seht ihr jetzt einfach mal so ein bisschen was, was euch inspirieren lassen könnte. Wir haben auch ein schönes Rot, dunkles Rot mit dabei in den Pilzen. Ja, da könnt ihr euch einfach mal irgendwie so ein bisschen inspirieren lassen. Ich habe auch schon zwei Karten jetzt gebastelt zum Moodboard und da habe ich jetzt so einen aktuellen Weihnachtsblock genommen. Ich zeige euch den mal kurz. Ich wollte ja unbedingt schon irgendwie Weihnachtsbastelsachen jetzt anfangen. Dachte mir dann aber, oh, jetzt bremse ich mich mal noch ein bisschen. Aber ich finde, dieser Classic Christmas Block, der ist irgendwie auch toll für den Herbst. Hier haben wir sogar noch ein dunkles Grün mit dabei. Es sind ja eher so die dunklen Farben. Ich finde, das ist auch ein schönes herbstliches Motiv. Das muss nicht Weihnachten sein. Und ich habe jetzt hier einmal... Das seht ihr, da ist hier das Goldene, aber nicht mehr das Polierte. Ich habe mir hier einmal dieses Papier hier rausgenommen. Und damit habe ich schon mal zwei Karten geweckt. Ich habe jetzt einmal hier diese Karte gemacht. Die ist jetzt relativ schlicht. Vielleicht mache ich da noch Goldsprinkler drauf. Ich finde Gold, das ist halt irgendwie so wie das warme Licht hier jetzt gerade, das wir haben. Hier habe ich auch schon ein bisschen hier was hindekoriert gehabt. So, da habe ich einfach einen embossten Hintergrund genommen, dann das embosste Papier. Und dann habe ich hier diese Pilze aus diesem... Paper Die Cut Block rausgenommen. Dieses Papier hier war das. Da kann man die raustrennen, wenn man eben sonst keine Pilze hat. Alternativ könnt ihr zum Beispiel auch die Herbstleuchten-Serie von Café Constanze nehmen. Da habt ihr ja auch viele Motive drin, die auch hierzu passend sind. Ich zeige euch mal ganz kurz nochmal das Stempelset hoch. Hier. Man bin ich vorbereitet. Also hier habt ihr zum einen die Pilzmotive hier, dann habt ihr aber auch hier so Eicheln mit dabei. Ein Kürbis habt ihr theoretisch hier auch. Eine Schnecke, also alles, was so Thema Herbst ist. Und ihr habt hier auch schöne Sprüche zum Thema Herbst. Ich habe auch hier die Sprüche rausgenommen übrigens hier. Auch das Glückspilz ist hier aus diesem Stempelset. Und könnt jetzt auch noch hier eine schöne Schleife hinmachen. Mache ich das jetzt noch oder mache ich das nicht? Ach, ich lasse jetzt erstmal so. Also das ist die eine Karte. Dann habe ich hier einmal diese Karte noch gemacht. Da habe ich jetzt hier noch so ein paar weiße Sprinkler hingemacht. Hier den Kürbis habe ich übrigens selber gemacht. Ich zeige euch gleich, wenn wir noch eine Karte zusammenbasteln, wie man das macht. Und habe hier noch so, wie gesagt, so ein bisschen was drauf gemacht. Hier habe ich einmal das Ganze heiß embossed. Hier diesen Herbstgrußspruch.
Und schwuppdiwupp noch ein bisschen hier Goldgarn drumherum und die Karte ist fertig. Und ja, jetzt basteln wir noch eine weitere. Diesmal möchte ich so ein bisschen dieses Strahlen des Herbstes aufnehmen. Deshalb habe ich mir auch schon Papier von, so ein Orange-Papier. Das ist jetzt von Faltkarten Farbton Kürbis. Mal schon, Hilfe, ich baue hier ab. Bereitgelegt und damit wollen wir eigentlich so im Großen und Ganzen basteln. Ihr braucht keine Stanzen dafür, sondern einfach nur dieses Papier, weißes Papier und vielleicht noch so ein bisschen braunes Papier oder guckt mal, was ihr noch habt. Wir starten jetzt einfach los. Ich habe mich jetzt bei dem Moodboard von diesem schönen karierten Papier oder diesem, ja, von diesem Karo-Muster inspirieren lassen. Und ich habe leider kein so ein Papier, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe erst überlegt, wie ich es machen soll am einfachsten. Erst habe ich überlegt, ob ich das Ganze mit Blending-Pinseln wischen soll und mit Tinte. Aber das war mir dann doch ein bisschen zu viel Arbeit, das Ganze dann einmal abzukleben. Und da dachte ich mir, oh gut, kann man ja auch mit Papierstreifen machen. Sieht dann halt nicht ganz so dolle aus, weil man diese überlappten Teile eben nicht so hinbekommt, wie jetzt hier im Moodboard ist. Aber man muss es ja auch nicht eins zu eins mit dem Moodboard machen. Man könnte ja zum Beispiel auch die Farbe verändern, da muss man sich ja nicht dran halten. Wenn man jetzt Streifen nehmen möchte und da so ein Papier in den Hintergrund kleben möchte, dann kann man das ja auch mit einem braunen Papier machen oder mit einem roten Papier machen oder was weiß ich. Da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich habe mir jetzt einmal Papierstreifen zugeschnitten und habe mir die jetzt so nach Augenmaß eben. Also ich habe mal kurz für den Anfang ein Geodreieck benutzt, aber jetzt nachher dann nach Augenmaß einfach aufgeklebt, einmal in die eine Richtung. Und während ich da dann aufgeklebt habe, habe ich gemerkt, dass ich noch zu wenig Streifen habe. Deshalb zeige ich euch mal, wie ich das zugeschnitten habe. Und zwar habe ich meinen Papierschneider genommen und da sind ja diese Kästchen da drauf. Und da habe ich mir jetzt einfach ein so ein Kästchen markiert und schneide das dann runter. Und dann habe ich schon meine Streifen alle in der gleichen Länge. Man braucht da schon einige, da könnt ihr euch dann einfach an diesen Rillen da orientieren. Also ging am einfachsten. Dann schneide ich den Überstand einmal ab und dann habe ich das halt einmal in die eine Richtung gemacht und einmal in die andere Richtung und dann habe ich quasi schon meinen gestreiften Hintergrund. Dann habe ich noch ein braunes Papier genommen, so ein Craft Cardstock und habe mir da einfach einen Streifen runtergeschnitten. Den hatte ich jetzt halt einfach so über, war ein Reststreifen und dann versuche ich das so einigermaßen auf gleicher Höhe hier aufzukleben. Ich habe ja manchmal echt so ein bisschen Knick in der Optik. Ich habe jetzt mein Geodreieck genommen, aber ich habe jetzt am Ende gemerkt, dass es doch irgendwie nicht zu 100%ig passt. Naja, egal. Dann habe ich mir mit meiner Lieblingsstanze einmal noch einen weißen Kreis ausgestanzt und dann drei Kreise. Und jetzt zeige ich euch einmal, wie man das macht mit diesem Kürbis. Also drei Kreise nehmen. Größe ist beliebig. Und dann habt ihr quasi einen Kreis, der vorne steht und die anderen klebt ihr dann nach hinten und dann habt ihr quasi euren Kürbis schon fertig. Ich habe jetzt für diesen Strunk oben einfach ein bisschen selbstgemachtes Goldpapier genommen. Da habe ich einfach diese Gilding Flakes auf Kleberpapier einfach drauf aufgetragen und dann bekommt ihr das so ein schönes goldenes glänzendes Papier hin. Und dann habe ich hier diesen Strunk, dann hebt sich das so ein bisschen ab. Ich finde, coole Sache. Und damit der Kürbis halt noch ein bisschen natürlicher aussieht, wie er jetzt aussieht, ne, habe ich jetzt einfach noch so einen Pinsel genommen und orangefarbene Stempeltinte und versuche da jetzt einfach noch so ein paar Schattierungen reinzuwischen. Es ist immer noch nicht ideal, aber ich finde, es sieht einfach ein Ticken natürlicher aus. Wer möchte, kann auch zum Beispiel das Ganze mit Aquarellfarbe machen oder mit Polychromos, mit Buntstiften. Irgendwie kriegt ihr da bestimmt irgendwie schöne Schatten drauf. Und dann noch in der Mitte auch noch ein bisschen und dann ist mein Kürbis auch schon fertig. Und dann kann ich den einmal auf meinen Kreis erhöht, ja, so ein ganz kleines bisschen erhöht aufkleben. Dann sticht der so ein bisschen raus und dann habe ich die Trägerfolie abgelöst und dann noch so ein Goldgarn genommen. Dann beppe ich das da hinten drauf, das ist ganz praktisch. Dann muss ich da nicht mehr gucken, dass das irgendwie klebt. Drapiere mir das noch einigermaßen schön hin, so wie es mir gefällt. Und dann kann ich den Kürbis mitsamt meinem Goldgarneimer hier auf den Kreis aufkleben. Und den Kreis klebe ich auch wieder erhöht drauf. Finde ich einfach einen Ticken schöner, weil das dann einfach so ein bisschen das Highlight der Karte so ein bisschen raussteht und abhebt. Und ich, jetzt
wenn das Weiß noch mit drauf ist, finde ich, dann strahlt die Karte so. Mag es irgendwie total gern. Es ist jetzt nicht so wahnsinnig der große Aufwand, aber ich finde, das ist eine sehr, sehr freundliche Herbstkarte. Mit dem Weißanteil wird es halt einfach irgendwie immer so strahlend. Ich nehme auch eine weiße Grundkarte. Die muss ich mir allerdings nachher noch mal ein bisschen zurechtschneiden. Das seht ihr gleich. Ich habe mir jetzt erstmal den Aufleger draufgeklebt und zwar so, dass die Abstände gleich sind. Und dann habe ich das einfach auf meinen Aufleger hin angepasst. Habe die Karte einmal noch aufgeklappt, damit ich nicht so eine Wulst habe. Und dann habe ich das einfach abgeschnitten. Und jetzt merkt das keiner mehr. Es ist halt jetzt kein Standardmaß mehr, aber es passt definitiv in den Briefumschlag rein. So, und dann habe ich noch vom Teddy diese wunderschönen Steinchen hier. Die finde ich sowas von dermaßen toll. Und die passen jetzt hier echt toll dazu, weil das auch so ein Orangeton ist. Die funkeln so ganz, 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 ganz fein. Das Einzige, was ich ein bisschen schwierig finde, ist dann immer, es geht mir auch beim Action so, dass die halt einfach irgendwie an so einem Strang festgeklebt sind und man die dann irgendwie so loslösen muss. Und dann stehen links und rechts dann noch diese die Klebestreifen da so ein bisschen über. Aber Sermann auf hohem Niveau hat nur 1 Euro gekostet, ist okay. Und ich mag die total, die sind echt schön. Habe ich jetzt noch gar nicht benutzt gehabt. Und da passen die perfekt drauf. Mega schön. Die irisieren auch so ganz, ganz leicht. Ja, und dann fehlt auch nur noch mein Gruß dann. Da habe ich dann eine Weile überlegt, wo ich den jetzt am besten danach hinmache. War gar nicht so einfach. Aber ich habe es jetzt einfach mal auf die rechte Seite da an das braune Teil da noch drauf gestempelt und fertig ist es eigentlich. Ja, ihr Lieben, so, das hier sind jetzt meine 3 Karten, die ich jetzt zum Moodboard gebastelt habe. Jetzt kommen auch noch die Informationen, wie ihr an diesem Moodboard teilnehmen könnt. Und zwar findet ihr meine Adresse in dem Impressum, das findet ihr unter meiner Kanalbeschreibung, da müsst ihr auf Impressum klicken und da kommt ihr dann an meine Adresse. Ihr bastelt einfach, was euch zum diesem Moodboard einfällt und schickt es mir und dann zeige ich das definitiv im nächsten Video. Und ich möchte auch unter allen Teilnehmern schon mal ein bisschen vorweihnachtliche Stimmung auslösen. Ich habe euch ja schon in einem der letzten Videos gesagt, dass ich ein bisschen was zu verschenken habe, beziehungsweise, dass ich was für euch verlosen möchte. Und das zeige ich euch mal kurz. Und unter all den Teilnehmern lose ich dann das aus. Ich zeige euch, was es gibt. Wichtig ist auch noch, wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, dass ihr auch eine Adresse in Deutschland habt, denn ich kann leider nur solche Kleinigkeiten an deutsche Adressen verschicken, weil sonst das Porto immens sein wird. Dementsprechend tut es mir leid für alle, die im Ausland leben, aber mitmachen. Ja? Aber so ist es nun mal. So. Ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig über ganz viele schöne herbstliche Karten und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Video, eure Christina.